Hallo und herzlich willkommen zu Dota 2, mein erstes Let's Play seit langem wieder. Ich suche schon mal ein Game, werde in der Zeit noch ein bisschen euch die Zeit vertreiben mit ein bisschen Dummgelaber, das was ihr von mir kennt. Mein Stuhl hört man wahrscheinlich im Hintergrund quietschen, was normal ist bei meinen Let's Plays, sollte mich weniger bewegen, beziehungsweise man sagt ja immer, Bewegung tut gut als Gamer. Yo, wir spielen Dota 2, falls ihr nicht kennen solltet, das ist, von Valve, also es hat angefangen als eine Warcraft 3 Modifikation, also beziehungsweise eine Warcraft 3 Map-Modifikation, keine Ahnung. Und naja, der Hype war halt riesig um dieses Spiel, es wurden Lieder gesungen und alles mögliche Weltmeisterschaften ausgetragen. Was mich gerade wundert, warum mein Dota 2 Sound nicht läuft, genau. Es wurden Weltmeisterschaften ausgeführt und so weiter und so fort. Dann wurde vor einem halben Jahr, ich glaube, es müsste ein halbes Jahr sein, wurde dann die Lizenzen von Dota freigegeben. Und naja, sind derzeit zwei Entwickler dran, an Dota weiterzuführen. Das ist Bliss. Die halt wirklich gesagt haben, es war eine Modifikation für unser Spiel, also dürfen wir auch alles behalten. Und natürlich hier das liebe Team von Valve, ein sehr tolles Team. Es ist free to play, derzeit läuft es noch in der Beta, aber es sind derzeit so viele Beta-Codes im Umlauf. Ich glaube, mindestens einer in eurer Steam-Freundesliste müsste einen Beta-Code haben. Ja, wir müssen jetzt hier eine Partie suchen. Ich drehe mir in der Zeit eine Zigarette. Eine kurze Frage, ich stelle schon mal am Anfang, damit man während dem Spiel merkt man in der auf meine Stimme, man achtet eher auf das Spiel. Wie sollen Dota-Spiele hochgeladen werden? Das schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ich werde die meistens immer in vollen Längen hochladen. Außer wenn es zu lang ist, dann werde ich splitten, so ab einer Stunde. Und ich wollte fragen, was ihr besser findet, ob ich wirklich 15-Minuten-Parts machen soll oder ob ich wirklich Dota am Stück hochladen soll. Dann müsst ihr euch halt eine halbe Stunde antun, aber es sind echt coole Matches dabei. Das war gerade mein Plätschchen, was ihr so schön über meinem Mikrofon rauschen gehört habt. Das ist ja seit langer Zeit wieder mein erstes Let's Play. Die Gründe wusstet ihr ja, beschränktes Internet, beschränkte Festplattenkapazität und so weiter und so fort. Mit neuem Headset, also die Mikrofonunterschiede müsste man merken. Ich zünde mir eine Zigarette an, schon mal. Derzeit läuft in Dota 2 ein kleines Event, das heißt Gravelin Match. Es ist halt, ich werde auch noch mal, sobald es dann wieder die normalen Matches da sind, werde ich, also man kann nur normale Match machen, aber hier bei den Quevelin Matches kriegt man Geschenke und die will ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Da können echt tolle Sachen drin sein. Quevelin Match bedeutet, was natürlich mein Problem ist, weiß nicht, ob Fraps abgekackt ist, bitte nicht. Weil es ist meine erste Aufnahme und yo, meine Festplatte ist wieder frei, also Let's Plays können an Mars kommen. Meine externe kommt dann morgen und ja, ich würde mal sagen, dann legen wir mal los. Er müsste geladen haben, genau. Hier sieht man unseren Mitspieler, der hat einen etwas doofen PC, auf den müssen wir noch warten. Aber es dürfte dann gleich losgehen. Genau, noch eine Frage. Ihr seht das ja, wie lange das in der Warteschlange und so dauert. Soll ich das Match dann eher erst aufnehmen, wenn das Match schon losgegangen ist, oder ist okay für euch, wenn es vornherein noch so 5 Minuten ein bisschen vor mich hin quatsche und nichts zum Be Gameplay und so sage? Wie man hier sieht, es ist halt in so Lines aufgeteilt: die Botline, die hier oben, die Midline und die Top-Bot-Mid. Eigentlich ist das Ziel des Spiels, das Teil zu zerstören, beziehungsweise das Teil. Aber im Gravelin Match ist es alles etwas anders da. Da müssen wir. Welcome Ich to the nehme gerade Green meinen Held, Tem. So. Im Gravelin Match müssen wir halt ja, Nester von Gravelin zerstören. Wir spielen die gute Tempel-Assassinen. Sehr cooler Held. Ich bin eher so der Agi-Spieler mit so Bam Bam Paus Maul und so. Versteht man?
schön tricky und so, aber der Nachteil ist, im Gravelin-Match kannst du leider nicht die Helden spielen, die ich sonst immer spiele. Danach ja, wie soll ich sagen, Unsichtbarkeit hier nicht wirkt, da man die Leute fast die ganze Zeit dauerhaft sieht. Genau, wir stehen hier, es dauert immer ein bisschen, bis das Match losgeht, aber das lassen wir uns ja nicht nehmen. Ich laber schon wieder viel zu viel. Hier kann man seinen Held mit Ausrüstungsgegenständen ausstatten. Wenn ihr vielleicht LOL kennt, es ist so ein klein wenig wie LOL gemacht. LOL hat ja von Dota abgeguckt. Und naja, das Ur-Dota gefällt mir dann doch mehr als LOL. Die Helden werden auch aus dem Originalspiel übernommen. Also es heißt, die Helden haben halt andere Designs, aber die Skills und so weiter bleiben gleich. Das hat Valve auch bekannt gegeben. Sie werden nichts an der Game-Mechanik verändern, sondern nur, sobald dann alle WC3-Helden hier implementiert wurden, eigene Helden entwickeln. Hier gibt es auch einen Workshop, Steam-Workshop, falls ihr das kennt. Da hinten ist schon ein kleines Gemenge. Da sieht man wieder, dass meine Teammitglieder Noobs sind, dass die erstmal da hinten so ordentlich auf die Fresse geben lassen. Das finde ich natürlich sehr schön. Hier ist Platz. Und naja, da tut man halt so ein klein wenig rumrutschen. Wie man natürlich schlau ist, muss weg, weil ich fast tot bin. Gib mir kurz einen Speedbuff und verstecke mich mal hier hinten. Schön feige. Genau, was unser Held so tolle Sachen drauf hat. Unser Q-Skill ist fuck, fuck, fuck you. Ich bin jetzt schon tot. Wunderbar, es fängt sehr gut an. Naja, komm, Carry und so. Aber es muss gerade den Game-Sound noch ein klein wenig runterstellen, wie ich gerade bemerkt habe. Was soll ich sagen? Ja, ich hab aufs Maul bekommen. Ah, jetzt bin ich vollkommen aus dem Konzept gekommen wegen der. Ja, also man kämpft halt hier gegeneinander. Genau, was mein Held alles drauf hat. Mein Q-Skill macht so eine Serum-Miss, mit der ich erstens mehr Schaden verursache und zweitens weniger Schaden fresse. Mein W-Skill lässt mich unsichtbar werden, was hier aber nicht viel bringt, aber sobald ich ihn aus dem Sneak angreife, mache ich doppelten. Ne, da mache ich ein bisschen mehr Schaden und die Rüstung des Gegners wird ignoriert für ein paar Sekunden, was sehr nice ist, wenn ihr wirklich so einen gegnerischen Held mal schnell kaputt bekommen wollt, weil Rüdi ist hier ein Punkt, den man der. Ah, ficken. Der sehr viel bringt. Mein E-Skill ist nur eine passive Attacke. Die macht halt, dass es. Hinten gibt es auch wieder aufs Maul. Dass halt meine Schüsse rüberspringen auf andere Helden. Was natürlich für AOE ordentlich geil ist. So, die hauen da oben schon den Quevelin um. Das gefällt uns natürlich nicht. Das ist unser Quevelin. So, das ist der liebe Hutzka. Ein sehr böser Held, aber naja, das läuft hier ja schon relativ lustig. So, meine Ulti ist. Fuck. Ich stelle mich schon wieder an wie der letzte Mensch, Alter. Meine Ulti ist hier der Erstskill, den werde ich aber im Kravlin-Match nicht nutzen. Da tue ich die XP-Punkte eher in meine States reinstecken. Ist, dass ich so Dinge auf den Boden setzen kann und wenn halt, und die kannst du halt auslösen mit D. Und naja, dann kriegen die Gegner ordentlich auf die Fresse und werden gestunt. So, der wird jetzt erstmal ordentlich sterben. Nein, 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 so läuft das nicht hier. Du kommst mir nicht weg. Du kommst mir nicht weg. Fuck. Dann hauen wir halt. Boah, die Runde läuft gar nicht gut für mich. Das ist ja schrecklich. So ein Crap habe ich mir noch nie zusammengespielt. Ey. Ja, es muss mal wieder ins Kommentieren mal wieder reinkommen. Ist wirklich, was wie ich mich gerade anstelle, ist es wirklich sehr, sehr, sehr kritisch, was ich hier anstelle. Ich wurde gerade in Skype angeschrieben. Das lassen wir, das ignorieren wir jetzt mal. Da werde ich gleich zurückschreiben, sobald ich tot bin.
So. Nein, meine Skype-ID gebe ich nicht raus. Falls mal so Fragen aufkommen sollten. Leute, was macht ihr hier? Das ist ja. Ey, da spielt ja meine Großmutter noch ein besseres Spiel sich zusammen. So, und Jagger, du kriegst ordentlich auf die Fresse. Huska, bye bye, mein lieber Freund. Das war leider mein Kill. So, sobald man dann wieder so drinne ist im alten Spielgefüge, läuft dann auch wieder ein klein wenig besser. Komm her. Wie ihr gerade gesehen habt, mein Schuss ist sehr cool übergesprungen. Ist immer der erste sehr schön aussieht. Und meine Teammitglieder lassen mich alleine. Das ist auch so ein Punkt, warum ich auch nicht sehr gerne mit Random spiele. Weil, naja, die Leute lassen dich einfach mal alleine rumstehen. So, den Sniper killen wir jetzt noch. Und dann, naja, werden wir erstmal. Den Sniper killen wir nicht. Und da bin ich schon wieder tot. So, da habe ich gerade kurz zurückgeschrieben. Also ihr seht hier immer, hier tun immer diese Quevlin-Lager. Quevling heißen die nicht, Quevlin. Lager aufploppen und naja, da muss man halt die lieben Quevelins töten und dann kriegt man hier einen Kill zugeschrieben für den Gegner, der ihn halt gekillt hat. Und dann gibt es nochmal Geschenke für random Spieler auf der Map. Die Geschenke können auch an gegnerische Spieler verteilt werden. Was mir auch erst vor kurzem so aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, lol, wir haben nichts gekillt, aber ich habe ein Geschenk bekommen. Eigentlich hat man noch Gold und einen Shop hier im Spiel. Der wird aber im Quevelin-Game rausgenommen, weil es geht halt darum, dass die Quevelins dem Shopkeeper seine Sachen geklaut haben. So, fuck you. Fuck, ey, ich spiel mir so ne. Naja, es ist halt mal wieder die Gewöhnung zu kommentieren beim Spielen. Ja, GG heißt Good Game. Die Runde läuft relativ scheiße. 2-5, also nicht sonderlich gut. Naja, werden wir mal sehen, was. Dota ist immer ein Spiel, was so kleine Überraschungen bringt. Da denkst du dir, LOL! Weil auf einmal das Team, was vorher total schlecht dagestanden, auf einmal nur noch am Winnen ist. Das Problem ist auch, dass die Gegner zusammenspielen. Die Items sind immer random, also es kann wirklich sein, dass du jetzt genau wie ich Items bekommst, die gar nicht für dich da sind. Ich habe einmal ein Schild, das ist ganz cool, aber ein Stärkehammer. Was will ich denn als Agi-Held mit Stärke? So, jetzt aber. Lass die Quevelins umhauen. Die Quieflings. Ja, lass den hier machen. So. Ordentlich Damage reinhauen. Und da kommt der liebe Huska. Ordentlich auf die Fresse geben, aber das wird nicht. Er will jetzt hier reinporten gleich. Beziehungsweise er will jetzt den Kill stehlen. Was ihm hoffentlich nicht gelingt. Fuck you, Motherfucker. Are you fucking kidding me? Alter. Wollt. LOL. LOL. What the fuck? Das ist geil. Die sind hier hoch. Und ich weiß nicht, wie. Wenn mir jetzt noch einer erzählen kann, wie er den Quevelin hier hochbekommen hat, dann finde ich das sehr toll. Den kriegen wir noch umgehauen. Nein, das ist unserer. Das ist. Jo, und das lief natürlich mal wieder sehr schön. Das ist, weil mein Team einfach nicht aufpasst, was derzeit um sie herum passiert. Naja, es können halt. Es werden viele hier What the fuck-Momente passieren, wo es auch mal wirklich rumragen werde, aber naja. Das seid ihr ja gewohnt von mir. Immer mit der Kippe im Maul und am rumragen.
wo ich derzeit noch relativ ruhig bleibe. Ach, genau, was zeigen kann, man kann sich hier im Quaveling-Match, wie ihr vielleicht schon mehrmals gesehen habt, in diesen wunderschönen verwandeln. Q-Skill ist, man hat immer, man kann eigentlich, man kriegt ein Ei, in dem man halt Essenzen reintun kann. Das habe ich jetzt leider nicht, da ich beim Halloween-Event nicht mitgemacht habe, da gab es die Eier. Und naja, deswegen habe ich immer die beiden Skills, der Q-Skill, damit kann ich mich zum Teammitglied oder zum Gegner teleportieren. Wenn ich mich zum Gegner teleportiere, kriege ich Bonus-Attack-Speed für 5 Attacken. W-Skill ist ein kleiner Stun für 1 Second. Und der R-Skill ist eine Gruppenheilung. Der S-Skill verändert sich immer. Da kann ich dann noch Black Hole bekommen. Das ist halt ein schwarzes Loch, was sehr, sehr nice ist, weil dann wirklich die ganzen Gegnergruppen zusammen pullen. Are you fucking kidding me? Weil man dann die ganzen Gegnergruppen zusammenpullen kann. So, wir wechseln kurz in die Liebe. Und jetzt mal da oben den Sniper runter, beziehungsweise killen den lieben Huska. Huska, du wirst ver... Jo, wer hat den denn jetzt ge... Alter, wollt ihr mich verarschen? Was geht denn hier ab? Juggernaut, das läuft nicht so hier. Das läuft nicht so, wie ihr euch... Die fucking... Fuck! Entschuldigung für diesen kleinen Aufreger, aber naja. Moment. Ich muss jetzt ein bisschen leiser sein. Es war wohl doch ein bisschen zu laut abends um 4:12 Uhr. Da sind wir mal etwas leiser und genießen die Runde Dota. Die Items, die man bekommt, also man hat am Anfang ja dieses Päckchen, wie ihr gesehen habt, dann bekommt man einmal die Flöte, was zu essen, ein paar Boots, die immer verschieden sind, wo ich mich natürlich über die Speed Boots besonders freue. Und naja, dann halt Random Items. Wir haben jetzt ein Schild, das tut ein paar Attacken abblocken und uns ein bisschen weniger Damage fressen lassen und ein Hammer. Ein Hammer, der die Gegner umbasht. Dieser Rutscheffekt ist natürlich das Schönste, was sie machen konnten. So, wir müssen den Kill bekommen. Fuck you. Ja, wund geht's jetzt. Are you fucking kidding me? Mother. Jo, geil. Ich häng fest. Werdet ihr auch erstmal nicht rauskommen, bis hier irgendwas passiert. Ja, ist natürlich sehr schön. Was für ein Typ. Mein Englisch ist sehr gut. Ich kann hier jetzt rumchillen und hier noch eine Träne. Natürlich nicht von Wave gewöhnt, dass so gewollt, dass so etwas passieren kann. Aber naja. Der Typ hat sich wohl einen Scherz erlaubt, hat mich hier hochgepult. Ich kam nicht mal runter. Und jo, die Runde haben wir verloren. Ich verabschiede mich bei euch schon mal. Es war eine sehr beschissene Runde. Und naja. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Dota 2. Ich werde jetzt die nächsten Tage nur noch aufnehmen, damit ihr ordentlich Sachen zum Gucken habt. Und das war ein Loot. Ich werde dann auch am Ende der Spiele mit euch das Päckchen aufmachen und naja, dann auch gehen. Shop. Ich habe einen neuen Gegenstand bekommen, den öffnen wir mal. Und kriegen ein Stück auf Kohle. Damit kann man Leute abwerfen. Okay. Ich bin ein bisschen frustriert, da die Runde so scheiße lief. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Over and out. Euer Dagendan.